Hallo, hier ist Stony von pocketpc.ch und ich stelle euch heute Twicker vor. Twicker ist ein Twitter-Client für Android. Es ist ja so, viele Twitter-Clients, die haben mal mehr, mal weniger Funktionsumfang. Zuletzt wurde ja die offizielle Twitter-App verbessert und ich muss auch ehrlich sagen, die ist wirklich gut gelungen. Da gibt es auch jetzt zum Beispiel noch TweetDeck und was wir auch immer für Programme haben. Twicker, muss ich ehrlich sagen, hat mich ja auch schon ziemlich überrascht, und zwar positiv. Wieso, werde ich euch jetzt mal ein bisschen zeigen. Wenn wir das Programm starten, dann haben wir erstmal die Timeline vor uns. Ich habe das Ganze erstmal hier aufgerufen, das heißt, wir haben einmal die normale Timeline. Wir können hier so ein bisschen hin und her scrollen, schauen, aha, was haben wir für neue Tweets. Jetzt gucke ich mal nach, aktualisieren. Ja, ne? Jetzt haben wir wieder neue Tweets. So. Ob man das einstellen kann, dass das Ding automatisch aktualisiert, dazu komme ich dann gleich. Als erstes zeige ich euch, was man alles so innerhalb der Timeline schon machen kann. Das sind nämlich eine ganze Menge Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier einen Tweet. Meinetwegen möchte ich meine eigenen Tweets, die ich in der Timeline sehen, farblich markieren. Ich drücke also quasi einfach lange mit dem Finger auf diesen Tweet. Hab dann hier eine Meldung, dass ich einen ausgewählt habe. Klick auf diesen Pfeil. So, habe jetzt ein großes Menü. Was mache ich denn jetzt mit den ganzen Sachen? Neben den sich selbst erklärenden Sachen habe ich hier zum Beispiel die Menü ein, die Möglichkeit, ein Farbetikett zu erstellen. Ich habe eine feste Auswahl an Farben, kann die Namen der Farben in den Einstellungen noch ändern. Und kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte, dass all meine Tweets orange sind. Passt vielleicht auch ein bisschen zu meinem Profilbild. Jetzt sieht man schon, aha, alle meine Tweets sind jetzt orange. Und so kann ich wunderbar sehen, was habe ich geschrieben und was haben andere geschrieben. Natürlich kann ich jetzt auch zum Beispiel die XCA Developers nehmen. Dann gehe ich wieder hier drauf. Farbetikett einstellen. Grün. Und alles, was jetzt von XDA-Developers geschrieben wurde, ist jetzt auch grün. Jetzt seht ihr gerade, ich bin auch grün geworden. Woran liegt das? Wenn wir hier oben hinschauen, steht zwei ausgewählte Tweets. Das heißt, ich kann auch Gruppen definieren. Ich kann jetzt sagen, ich möchte X, Y und Z nehmen und die füge ich alle zu einer Farbe hinzu. Aus diesem Grund ist das Menü auch kleiner. Ich kann jetzt XDA antworten. Natürlich antworte, pass, packe ich jetzt, komme ich jetzt auch hier rein. Ich habe ja mehrere Leute ausgewählt. Zudem kann ich jetzt auch nochmal sagen, ich möchte das Ganze Favorit markieren. Ist aber insoweit erstmal uninteressant. So. Jetzt habe ich das Ganze gelöscht. Gehe jetzt auf diesen Tweet drauf und jetzt sehe ich tatsächlich wieder eine Person. Habe hier wieder die Möglichkeiten, was weiß ich, was alles einzustellen. Farbticket grün. Weg. Und jetzt nochmal für mich. Orange. Wunderbar. Jetzt sehen wir das auch. So, haben XDR noch was geschrieben? Nicht. Wahrscheinlich hier unten irgendwo. Wie dem auch sei, auf jeden Fall. Da. Man sieht jetzt ganz gut, das mit den Farben funktioniert wunderbar. Erhöht die Übersicht innerhalb der Timeline enorm. Dann natürlich die Möglichkeit, sich Ad-Replies anzuschauen. Das gleiche Spielchen hier auch. Ich kann die ganzen Sachen wieder auswählen und, ne, sag ich nochmal ganz kurz, machen, was ich damit möchte. Jetzt gehe ich wieder zurück. Schauen wir meine Nachrichten an. Wieder zurück. Kann auch nochmal aktualisieren. Wunderbar. So, innerhalb der Einstellungen, ich kann nochmal mir Retweets anschauen, ich kann meine Favoriten anschauen, suchen, das Übliche, was die meisten Clients auch an Funktionsumfang bieten. Dazu natürlich auch selbsterklärende Punkte wie hier. Twitter-Status ist vielleicht eine ganz interessante Sache. Manchmal kommt es vor, dass Twitter zum Beispiel gerade überlastet ist. Ich glaube, status.twitter.com heißt die Webseite. Im Endeffekt wird hier auch nichts anderes abgefragt.
Ich kann nach Benutzern suchen. Ein API-Limit ist folgendes. Es ist so, dass ich nur eine begrenzte Anzahl an Aktionen aufrufen innerhalb von einer gewissen Zeit machen kann. Hat ein bisschen was mit Flooding-Schutz zu tun, also so, dass der Server von Twitter nicht durch tausende von Aufrufen überflutet wird und dadurch sich irgendwie abschaltet oder abschottet. Ansonsten haben wir hier die Einstellungen. Sehr positiv für das Programm ist, dass wir hier wirklich eine Menge einzustellen haben. Und zwar haben wir einmal die ganz normalen Account-Einstellungen, das heißt, ich kann mich mit Twitter verbinden. Mehr haben wir hier auch gar nicht. Dann kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt den Screen wechsle, also sprich von der Timeline auf die auf meine Erwähnung gehe, dann soll ich das Ganze automatisch aktualisieren. Ich kann die Scrollposition verändern, ob ich jetzt irgendwas damit scrollen kann, keine Ahnung. Und ich kann sagen, wie viele Tweets ich denn pro Seite angezeigt bekommen möchte. Ansonsten, was haben wir noch an Interessantes? Profilbilder ausblenden, bisschen Traffic sparen, die Benutzernamen anstatt die normalen Namen anzeigen. Dann kann ich die Profilbilder auflösen. Tweetfarben ändern. Super interessant. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte hoch und runter scrollen, aber nicht auf den Bildschirm touchen, sondern es mit den Lautstärketasten machen. Oder ich kann auch die Lautstärketaste anders belegen. Man hat hier schon eine Menge zur Auswahl. Das können wir gleich nochmal kurz ausprobieren. So, jetzt gehe ich mal kurz zurück. Man sieht hier wunderbar, es scrollt mit den Lautstärketasten. Dann haben wir die Status-Aktualisierungseinstellungen. Langes Wort. Buttons einblenden, oben und unten, wo ich sie haben möchte. Dann hier eine Tweet, einfach Enter schicken, was auch immer. Alles schöne Sachen, die man jetzt nicht großartig erklären muss. Bei über 140 Seiten. Man kann jetzt einen sogenannten Shortener-Service nutzen, beziehungsweise kein Shortener-Service, sondern so einen Dienst. Da wird der Tweet gekürzt, wird mit einem speziellen Dienst wieder angezeigt. Das heißt, ich kann über die 140 Seiten was schreiben. Manchmal sind, 140 Zeichen, nicht Seiten. Manchmal sind die 140 Zeichen ja schon relativ knapp bemessen. Was mache ich hier mit Ad Replies? Das kann ich hier einstellen bei Retweets. Bildschirmgröße und Optimierung 1240 Pixel, 1280. Das Ding hat eine Auflösung, also das Galaxy S2 im Speziellen 800x480, deswegen sage ich jetzt einmal, ich gehe auf 800 Pixel und guck gleich mal, ob sich das Ganze, hat sich jetzt meiner Meinung nach nicht besonders angepasst, aber gut, vielleicht für Galaxy Nexus Nutzer interessant, die dann das Ganze auf 1280 stellen, ne? 1280x720 Auflösung. Suche Trends. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte nur Tweets suchen, die auch in Deutsch geschrieben wurden oder in was für auch einer Sprache. Dann kann ich sagen, sende aktuelle Region. Diese Funktion ist wohl in Japan verfügbar. Weiß ich nicht, ob dann irgendwie meine Region mitgesendet wird, wo ich mich gerade befinde, ob das so eine Art Geolocation sein soll. Kann ich nicht sagen. Trends benutzen, also auch viele Sachen, die ich über die Webseite machen kann. Übrigens, man hat gerade gesehen, mit dem Button bestätige ich das, den Dialog ganz einfach hier und mit dem breche ich das Ganze wiederum ab. So, Überprüfungen. Das Programm unterstützt keine Push-Notification. Das ist meiner Meinung nach nur bei der Original-Twitter-App möglich. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Ansonsten haben wir hier das Typische, man kann halt ein Zeitintervall einstellen, wie oft Twitter nach neuen Ad-Replies, nach neuen Nachrichten, was auch immer, nachgucken soll. Ich persönlich habe meine Aktualisierung meistens aus. So, Farbetiketten. Da habe ich ja vorhin schon mal was drüber gezeigt. Ich kann jetzt in der Tat noch sagen, ich möchte Rot nicht Rot haben, sondern ich möchte Rot jetzt irgendwie Android nennen und dann habe ich dann, kann ich alle meine Android-Tweets nach Farben sortieren oder ich möchte sie, was ich wie nennen. Das ist also so ein bisschen so eine Art persönliche Listenfunktion, möchte ich jetzt mal so sagen. Nichts, was andere Leute natürlich sehen können.
Ich kann hier ein anderes Design einstellen. Ich habe hier persönlich das Dark Design aktiviert, weil das natürlich Akku spart. Alles, was auf dem Handy schwarz ist, das kann ich dann neu starten, ist nicht beleuchtet und spart Akku. Schriftgröße kann ich einstellen. So, Default. Profileinstellung an für sich. Jetzt kann ich hier mein Profil einstellen. Was mich jetzt hier interessiert, was meine Webseite ist. Hier habe ich zum Beispiel meinen YouTube-Channel hinterlegt, wo man sich ein bisschen meine Videos anschauen kann. Ansonsten GPS- und Ortseinstellungen. Das ist natürlich dafür da. Ich möchte es irgendwie mitsenden. Ich befinde mich gerade da und da. Geht natürlich. So, ansonsten kann ich noch Vorschau-Einstellungen machen. Die Option ist auch interessant. Das sind die meisten Dienste, die bei Tweets benutzt werden. So dass ich jetzt sagen kann, ich möchte zum Beispiel von TweetPic nicht die Bilder im Tweet anzeigen lassen. Dann mache ich diesen Haken hier raus. Möchten wir natürlich nicht. Wir möchten hier die meisten oder die ganzen Services benutzen, die hier angeboten werden. Ich kann Filter erstellen. Möchte ich vielleicht irgendwie obszöne Wörter rausfiltern, was auch immer. So. Ich kann sagen, dass die Bilder zum Beispiel zwischengespeichert werden sollen. Interner Speicher, SD-Karte, wo auch immer, für wie lange. Und jetzt eine besonders interessante Funktion, und zwar die Plugin-Einstellungen. Es ist möglich, Plugins zu installieren. Die Plugins, die man jetzt hier sieht, die habe ich noch nicht installiert. Das sieht man einfach daran. Ich gehe jetzt hier auf so ein Plugin drauf. Nichtsdestotrotz ist es wirklich interessant, das Programm noch zu erweitern. Je nachdem, wie man halt möchte. Ausprobiert habe ich die Plugins übrigens auch noch nicht, muss ich sagen, weil für mich so eine Option jetzt zumindest nicht ganz interessant ist. Jo. Was haben wir denn sonst noch Schönes zum Einstellen? Nein, für sich fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr großartig viel ein. Muss vielleicht auch nicht unbedingt sein. Vieles ist hier selbsterklärend. Lasst euch nicht vom großen Funktionsumfang erstmal abschrecken. Ihr kommt schnell in das Programm rein und ich muss sagen, es ist wirklich eine sehr gelungene Alternative zur nativen Twitter-App, auch wenn Push-Notifications hier nicht unterstützt werden. So, im eigenen Interesse, dass mein Twitter-Account heißt Donny2k, wenn ihr mir folgen möchtet, könnt ihr mich da auch adden. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und abonniert auch unseren Channel und besucht unsere Hallo, hier ist Stony von Pocket Pit.